Genau, wir freuen uns sehr auf Julia Schramm. Julia Schramm ist Politikwissenschaftlerin, das wurde schon gesagt. Sie ist außerdem Autorin. Sie studierte, okay, Politikwissenschaft, das ist ja klar, aber außerdem Amerikanistik und öffentliches Recht an der Uni in Bonn. Und sie arbeitet seit 2012 an der Doktorarbeit an der Humboldt-Universität in Berlin zum Thema Privatheit als politische Idee. Sie schreibt außerdem als freie Autorin für verschiedene Medien und für ihren Blog Leben in der Metamoderne über Politik, Internetgesellschaft und Feminismus oder auch über Lyrik. Von 2009 bis 2014 war sie Mitglied der Piratenpartei, ist mit, also eigentlich eines der prominentesten Mitglieder, auch immer teilweise im Bundesvorstand der Piratenpartei gewesen und sehr prominent ausgetreten, wie viele andere prominente Vertreterinnen und Vertreter der Piratenpartei auch. Herzlich willkommen, Julia Schramm. So, wie, am besten gibst du ein Zeichen. Okay, ich gebe ein Zeichen, wenn ich soweit bin. Und dann geht es direkt los, ne? Alles klar. Okay, ja. Hallo, ich bin Julia und werde heute über die Frage ein bisschen sprechen, wie die Piraten auch gescheitert sind. Und eine meiner Thesen ist Zeitgeist statt Politik, wie die Piratenpartei dem Zeitgeist zum Opfer fiel und warum Angela Merkel die ideelle Piratin ist. Es ist etwas provokant, aber das soll es ja auch sein, das ist ja das Schöne. Dafür muss man erstmal überlegen, was Zeitgeist ist. Ich habe hier natürlich einen alten weißen Mann rausgesucht, Goethe. Kurz gefasst sagt er, eine Gruppe bemächtigt sich im Prinzip der Mehrheit oder bemächtigt sich dem, was die sozialen Codes, Normen, Standards und Attitüden sind. Und wenn man sich jetzt anguckt, was heißt das in einer repräsentativen Demokratie, heißt das natürlich, dass die Mehrheitsgesellschaft auch das Übergewicht und die Herrschaft inne hat. Das heißt, die Politiker und Politikerinnen müssen sich in jeglicher Form immer damit irgendwie abgleichen, was diese Mehrheitsgesellschaft, die sich in den Feuilletons dieser Republik, aber auch an den Stammtischen zeigt. Die deutschen Zustände zeigen sich im Prinzip postdemokratisch, Verwaltung statt Gestaltung, Postideologie, Ideologie ist immer falsch, wir sind darüber hinweg, wir brauchen keine Ideologie, Pragmatismus als Dogma, Sachlichkeit als Dogma, natürlich dieses wunderbare nicht links, nicht rechts und Extremismus ist sowieso immer doof und natürlich dieser fingierte Tabubruch, um im Endeffekt den Zeitgeist nochmal zu wiederholen, nämlich man wird ja wohl noch sagen dürfen. Und bei den Piraten hat sich das, das sind so ein bisschen die Kernthemen oder das, was bei den Piraten hängen geblieben ist, was man glaubt, wofür die Piraten stehen, hat sich das eigentlich genau durchgesetzt. Also genau das, was der deutsche Zeitgeist ist. Bürgerbeteiligung, wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, sondern vorne, Transparenz, Themen statt Köpfe und so weiter. Und wo wir da landen, sehen wir in den heutigen Tagen. Wenn wir uns darauf beschränken, landen wir bei Wir sind das Volk, Nein zum Heim, weg mit den Flüchtlingen und besorgte Anwohner gehen mit Neonazis auf die Straße. Da kommt gleich noch ein Bild, wo man das nochmal sehr schöner sieht. Also da kann man sehen, der Zeitgeist ist auch da, Nein zum Heilen. Wir sind das Volk, wir haben zu bestimmen, wir sind Deutsche, wir sind keine Nazis, wir sind Anwohner, wir sind besorgt und so weiter. Wie kann man dem jetzt begegnen? Man könnte dem ja mit Politik begegnen. Dafür muss man sich aber erstmal fragen, was ist Politik? Da gibt es, also da gehe ich jetzt auch sehr politikwissenschaftlich dran, da gibt es verschiedene Definitionen. Ich habe jetzt mal vier rausgesucht. Ja, ich weiß, die sind alle nicht so schön, das ist auch alles nicht so toll, aber Max Weber, Politik ist Kampf um Macht. Leo Strauss, Frage nach dem guten Leben. Karl Schmidt, Einteilung Freund und Feind. Und Hannah Arendt habe ich noch mit reingenommen, wobei das die meisten nicht machen, aber ich mache es einfach mal, zusammenkommen, um zu handeln. Was heißt das konkret, was hätte die Piratenpartei jetzt machen können, beziehungsweise was hat sie konkret gemacht? Wir fangen an mit Max Weber. Kampf um Macht, institutionelle Macht haben sie versucht. Sie haben versucht, um Macht zu ringen in Parlamenten. Die Piraten wurden mit Venenfahren ins Berliner Parlament gewählt. Allerdings war es dann irgendwie nicht so toll mit Berliner, mit dem Berliner Weg und niemand wollte mehr den Berliner Weg gehen und der wurde abgelehnt und jetzt sind auch fast alle Berliner ausgetreten. Es gab keine realistische Zielgruppenanalyse, das heißt, dieses linke, urbane, undogmatische Ding wurde nicht gemacht und am Ende waren sie froh, dass alles wieder klein ist. Frage nach dem guten Leben, gut, das ist natürlich immer die Frage auch, für wen? Und eigentlich sollte es das heißen für alle. Leider haben sich die Piraten mehr damit beschäftigt, sich für den kostenlosen Download von Pornografie einzusetzen, als für die Rechte von Geflüchteten. Das heißt, der Kampf für marginalisierte Gruppen war eher irrelevant. Möglichkeit Nummer drei, Einteilung in Freund und Feind. Karl Schmidt, bin ich jetzt nicht auch der größte Freund von, aber er konnte ganz gut schreiben.
Wer sind Freunde und wer sind die Feinde? Das haben die Piraten nicht hingekriegt, das klar zu definieren. Man müsste es normalerweise klar definieren und sagen, das sind meine Freunde, das sind meine Feinde, die bekämpfe ich, mit denen arbeite ich zusammen. Aber stattdessen wurde dann mit der Bild-Zeitung und anderen Hetzmedien gegen linke Aktivistinnen, gegen linke Piraten, gegen feministische gekämpft. Möglichkeit Nummer 4, zusammenkommen, um zu handeln, wäre ja eigentlich die super Möglichkeit gewesen für die Piraten, mit dem Netz das mal zu tun. Das heißt, in Form von ständiger Mitgliederversammlung eine digitale Agora zu schaffen, wo dann eine digitale Polis entstehen kann. Hatten die Piraten aber irgendwie nicht so im Sinn. Stattdessen haben wir jetzt Briefwahl, Urnenwahl und keine Ahnung, was kann ich sagen. Ist alles nicht passiert. Die Piraten haben sich dagegen entschieden und haben keine ständige Mitgliederversammlung gemacht und auch das Internet nicht genutzt. Was soll man dazu noch weiter sagen, außer dass man im Endeffekt feststellen muss, Zeitgeist 1, Politik 0. So viel steht fest. Also die Piraten haben sich die Möglichkeiten, die sie gehabt hätten, gegen den Zeitgeist zu gesehen, haben sie sich verwehrt, sie haben es nicht versucht, sie haben sich verstritten über die verschiedenen Möglichkeiten, auch Politik zu machen und haben sich stattdessen nur darauf konzentriert, was halt auch dem Zeitgeist entspricht. Das heißt, Bürgerbeteiligung, Transparenz, Mitsprache, Pragmatismus, Rechtsstaat, Deutschland, Meinungsfreiheit, also all die Sachen, die wir im Endeffekt auch mittlerweile, tatsächlich Meinungsfreiheit haben wir am Samstag auch bei den Nazis auf der Demo gesehen. Aber eigentlich haben wir an der Stelle schon jemanden, der genau das wunderbar vertritt und der das wunderbar auch rüberbringt und den auch sehr viele Menschen in Deutschland lieben, und das ist die Bundeskanzlerin. Das ist ein Zitat von ihr: Ich bin für Bürgerbeteiligung und Transparenz. Das Ganze geht aber noch weiter. Sie ist pragmatisch, sie ist völlig dem Zeitgeist entsprochen, sie ist transparenter als die meisten Piraten, als die meisten Politiker, die ich sehen werde, aber das wird gleich noch kommen. Beispiel Nummer 1. Ist Zeitgeist, Ehe für alle. Sie stellt sich hin und sagt, ich bin ja nicht die Einzige, die sich damit schwer tut. Ich habe ein Gefühl, die Ehe für alle ist noch nicht so weit. Völlig zeitgeistig liest man in jedem Feuilleton, und sie hat sich noch die Hintertür aufgelassen zu sagen, naja, wenn sich der Zeitgeist ändert, dann können wir das auch ändern. Beispiel Nummer 2 ist Transparenz. Das ist die Seite bundeskanzlerin.de. Man kann nachvollziehen, wo sie war, wo sie hingeht, mit wem sie redet, wann sie redet. Ich tippe, realistisch gesehen sind das 90% ihrer Termine, die hier abgebildet werden. Vielleicht 80. Ja, also natürlich, aber da steht Fraktionssitzung und so weiter. Man weiß, mit wem sie wann redet. Ändert das was an ihrer Politik? Beispiel Nummer 3. Abtreibungsparagraf. Angela Merkel war ja mal Frauenministerin, hat eine Reform vorgeschlagen. Die wurde aber dann abgelehnt und hier und da, und dann gab es die CDU, hat einen Vorschlag gemacht, der war aber auch irgendwie blöd, und dann fanden den ein paar andere CDUler auch wieder blöd, und dann ging das Ganze vor das Bundesverfassungsgericht, und am Ende wurde das vom Bundesverfassungsgericht beschlossen, was Angela Merkel vorgeschlagen hatte. Und da kann man meiner Meinung nach auch mal klatschen. Das Bild habe ich einfach nur genommen, weil ich es mag, wie sie agiert, und sie entspricht exakt dem Zeitgeist, den die Piraten nicht geschafft haben zu durchbrechen. Und ist damit einfach die bessere Piratin.